13. August 1941 empfing Pius XII. 3000 italienische Gläubige und 600 italienische Soldaten. Vor ihnen erklärte er: Zitat, wie viele Heldentaten legen heute auf den Schlachtfeldern in der Luft und auf den Meeren von jener Seelenstärke ein glänzendes Zeugnis ab welche die Todesgefahren mutig auf sich nimmt gerade in den Sturmgewittern des Krieges kommen Stunden und Augenblicke lichtvoller Bewährung in denen sich häufig unvermutete Großtaten von solch heldenhaften Seelen offenbaren die alles selbst das Leben opfern für die Erfüllung der vom christlichen Gewissen ähm, katholischen Gewissen, vorgeschriebenen Pflichten. Zitat Ende Zitiert nach dem kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Münster, Jahrgang LXXV, Nummer 16 Trotz all dem musste sich der Papst bei der Ermunterung der faschistischen Soldaten-Zurückhaltung auferlegen. Er wußte, dass Millionen Katholiken in den Ländern der Alliierten seine Worte und Taten wachsam verfolgten, aber was der Papst selbst nicht sagen konnte, das sagte die Kirche. Sie war eins mit dem Faschismus. Jedes neues Abenteuer der Faschisten fand ihre volle Unterstützung. Gemeindepfarrer, Bischöfe, Erzbischöfe, ja selbst Kardinäle bezeichneten es als höchsten Ruhm, für das faschistische Italien zu kämpfen und zu sterben, und forderten alle Bürger auf, der Regierung zu folgen. In ganz Italien suchten die Bischöfe, allen voran der Kardinal von Mailand, die zum Abtransport bereitstehenden Soldaten in den Kasernen auf und segneten Maschinengewehre, Kampfflugzeuge und Unterseeboote. Der Kardinal überreichte den Gläubigen geweihte Medaillons und verteilte an sie heilige Bilder, die die faschistischen Legionen, geführt von Engeln, auf dem siegreichen Vormarsch zeigten. Auf anderen Bildern war der Erzengel Gabriel als Drachentöter zu sehen, wobei der Engel die faschistische Macht und der Drache ihre Feinde darstellen sollte. Die katholische Kirche machte aus ihrer Unterstützung des faschistischen Italiens kein Hehl, ihre Begeisterung für die Faschisten nahm solche Ausmaße an, dass selbst der Vatikan die italienische Hierarchie einige Male mahnen mußte sich etwas mehr zurückzuhalten der papst empfing weiter italienische und deutsche soldaten und erteilte ihnen seinen segen aber vom frühjahr 1942 an wurden die audienzen eingeschränkt und schließlich eingestellt seit den tagen des jahres 1940 hatte sich in der welt einiges geändert die Sowjetunion, deren Vernichtung Hitler für Ende 1941 versprochen hatte, war weit davon entfernt zusammenzubrechen. Im Gegenteil, sie begann zurückzuschlagen. Die Schlacht vom Stalingrad zeigte der Welt und auch dem Vatikan, dass die Deutschen in die Defensive gedrängt wurden. Ein Sieg der Nazis 1941, für viele noch so gut wie sicher, wurde immer zweifelhafter. Die Schwächung des deutschen militärischen Potenzials, die Niederlage in Afrika mit der fast vollständigen Vernichtung der dort operierenden faschistischen Armeen und schließlich die Landung der Alliierten in Italien zeigten, dass sich die Situation grundlegend gewandelt hatte. Der Vatikan stellte sich angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs des Faschismus darauf ein, der in Anführungsstrichen Gefahr des Bolschewismus in Italien zu begegnen. Schon mehrere Monate vor der Landung der Alliierten in Italien war das Land von einer zunehmenden Unruhe erfasst. An verschiedenen Orten kam es zu Streiks. Im industriellen Norden wurde bereits wieder kommunistische Propaganda getrieben. Und diese Gefahr zwang den Vatikan rasch zu handeln. Im Vatikan war ein Plan entwickelt worden, wie man der heranreifenden Situation am besten Herr werden könnte. Zuvor hatte man sich mit Großbritannien und den USA und im eigenen Lande mit gewissen faschistischen Elementen und bestimmten unter der Führung des Königs stehenden militärischen Kreisen beraten. Der Plan bestand darin, Mussolini zu stürzen, um zu verhindern, dass er durch die revolutionären Kräfte des Volkes hinweggefegt würde. Sein Sturz war ohnehin infolge der inneren Verhältnisse und der Unfähigkeit des Regimes, den italienischen Boden zu verteidigen, unvermeidlich geworden. Außerdem war die Beseitigung des Mussolini-Regimes eines der Kriegsziele der Alliierten. Der Vatikan fürchtete, ebenso wie die westlichen Alliierten, dass die revolutionären Kräfte in Italien die Oberhand gewinnen können. Er vereinbarte daher mit den Alliierten nach dem Sturz Mussolinis die Struktur, des faschistischen Regimes im Großen und Ganzen beizubehalten. Und auf diese Weise glaubte man, verhindern zu können, dass die Gegner des Faschismus Herr der Lage wurden. Dieser Plan wurde im Frühjahr 1943 ausgearbeitet. Seine wichtigsten Initiatoren waren der Erzbischof von New York, Spelman, der die Verbindung zwischen dem Papst Präsident Roosevelt und dem italienischen Putschisten hielt. Der frühere Botschafter des faschistischen Italiens in London, Graf Grandi und der faschistische Minister Federzoni. Erzbischof Spellman befasste sich bei seinem Aufenthalt in Rom im Frühjahr 1943 vor allem damit Verbindung mit Graf Grandi und Minister Federzoni sowie mit dem König am 22. und 23. Februar aufzunehmen und sowohl dem Papst als auch Präsident Roosevelt mit minutiöser Genauigkeit über den Fortschritt der Bereitung zu berichten. Als die vorgesehenen Pläne ausgearbeitet waren, reiste Spellman durch viele europäische und außereuropäische Länder und verbrachte seine Zeit damit, die bombenflugzeuge zu segnen, die ihre tödliche last auf die deutschen städte abwarfen, zum beispiel am 6. april 1943 und die leute aufzusuchen, die in der neuen politik des vatikans, der usa und großbritanniens eine rolle spielen sollten. so besuchte er unter anderem den amerikanischen botschafter in istanbul und zwei vertreter des papstes monsignore papalardo von der Kongregation der Orientalischen Kirche und Monsignore Clarizzo vom Staatssekretariat des Vatikans, die sich, in Anführungsstrichen, zufällig dort aufhielten. Zu derselben Zeit unternahm der Vatikan die ersten vorsichtigen Schritte in Italien selbst, als bei einigen Streiks die Unterführung von Sozialisten und Kommunisten in Norditalien stattfanden, der Sturz des Regimes, die Abschaffung der Monarchie und die soziale Revolution gefordert wurden, ermahnte die hohe Geistlichkeit alle Italiener, der Monarchie die Treue zu halten. Am 30. März 1943 erklärte der Erzbischof von Mailand, alle Italiener sollten sich Zitat stets daran erinnern, dass die Monarchie des Hauses Savoyen die nationale der nationalen Einheit Zitat Ende, sei. Allmählich drang einiges über die Geheimverhandlungen an die Öffentlichkeit. Einen ersten Hinweis gab der französische Journalist Pertinax, der sehr enge Beziehung zur vatikanischen Delegation in Washington unterhielt. Pertinax behauptete, dass Zitat, der Vatikan den zu erwartenden sozialen Unruhen, die auf der Halbinsel infolge der militärischen Niederlage zu See und der pausenlosen Luftangriffe wahrscheinlich seien, mit Sorge Zitat Ende, entgegensehe. Einige Tage später, am 18. Mai 1943, berichteten aus Bern die New York Times. Meldungen über solche Angelegenheiten wegen ihrer freundschaftlichen Beziehung zum New Yorker Erzbischöflichen Stuhl als offiziös anzusehen waren. Zitat: Der Vatikan hat der britischen und der amerikanischen Regierung mitgeteilt, dass ein Zusammenbruch Italiens fürchterliche Folgen haben müsse, falls Italien nicht sofort neutralisiert oder auf dem schnellsten Weg von alliierten Truppen besetzt werde. Zitat Ende. Die Times erschienen mit den Schlagzeilen: Zitat, Mussolini appelliert an den Papst. Zitat Ende. Zitat, Italiens Führer sollen den Vatikan gebeten haben, seine guten Beziehungen zu den Alliierten zu benutzen. Zitat Ende und Zitat, Vatikan teilt mit, er habe London und Washington von den Gefahren eines Zusammenbruchs gewarnt. Zitat Ende. Der Korrespondent der Times. Mr Brangham behauptete am 19. Mai 1943 er habe aus einer zitat gut unterrichteten Quelle des Vatikans zitat Ende, erfahren dass eine Sonderbotschaft des Papstes an den Erzbischof Francis J Spellman der gegenwärtig durch den mittleren Osten reise einen in Anführungsstrichen Plan enthalte der Plan sei, Zitat, gestern am 17. Mai auf dem Luftweg von Monsignore Clarizzo, einem Vertreter des Vatikans, nach Istanbul gebracht worden. Clarizzo wartet dort auf eine Antwort. Zitat Ende. Der Plan ziele darauf ab, eine, Zitat, Mitwirkung Italiens bei der Zerschlagung des faschistischen Regimes zu ermöglichen und sofort einen Waffenstillstand zu schließen. Zitat Ende. Es sehe ferne vor, dass Zitat, die Beamten in den Präfekturen um der Aufrechterhaltung der zivilen Verwaltung willen nicht als aktive Helfer der Partei angesehen und den Befehlen einer in Rom stationierten Alliierten Kommission unterstellt werden sollten. Mit der Verwirklichung eines auf zehn Jahre berechneten Programms der politischen Umgestaltung des Landes solle sofort begonnen werden, um die zivile Verwaltung schrittweise in die Hände der Bevölkerung zurückzulegen. Die faschistische Partei solle sofort verboten und aufgelöst werden.« Zitat Ende. Wie Mr. Burnham weiter erklärte, sah dieser erste Plan nicht vor, die faschistischen Führer zu verhaften und abzuurteilen oder sie an die Alliierten auszuliefern. Der Vatikan kämpft an zwei Fronten. Er wollte eine Volksrevolution gegen das Regime zuvorkommen und zugleich die soziale Revolution verhindern. Die Lage spitzte sich zu. Der Papst setzte am 13. Juni 1943 sogar seine eigene Autorität ein und riet den italienischen Arbeitern auf eine Versammlung, jede soziale Umwälzung zu vermeiden. In der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1943 wurden diese Bestrebungen für die ganze Welt sichtbar. In dieser Nacht kam es unter Führung Grandis im faschistischen Großen Rat zu einer Revolte gegen Mussolini. Eine von Grandi eingebrachte Entschließung, dem König die oberste Gewalt über alle Streitkräfte zu übergeben, wurde von siebzehn Mitgliedern des Rates unterstützt, nur acht stimmten dagegen. Mussolini begab sich sofort zum König. Dieser teilte ihm kurz und bündig mit, dass er nicht mehr Ministerpräsident sei. Bald darauf wurde Mussolini verhaftet. Marschall Badoglio der die Regierung übernahm, erklärte zwar, dass der Krieg fortgesetzt werde, nahm aber sofort Verhandlungen über die militärische Kapitulation Italiens auf, in der Absicht, das alte Regime, wenn auch im neuen Gewande, zu erhalten. In der Regierung wurden einige Personen ausgewechselt, aber die Faschisten blieben in ihren Stellen. Die revolutionäre Bewegung wurde von der neuen Regierung sofort wieder in die Illegalität gedrängt. Zwei Tage lang durften kommunistische Zeitungen erscheinen, dann wurden sie vom Neuen verboten. Badoglio rief alle Italiener auf, Zitat, dem König und allen anderen bewährten Institutionen Treue zu bewahren. Zitat Ende. Die Kirche, voran die Bischöfe, erhob ihre Stimme gegen die revolutionären Kräfte und untersagte den Gläubigen jede Opposition gegen die Regierung. Der Papst und sein Staatssekretär führten laufend Besprechungen mit dem portugiesischen, dem spanischen, dem deutschen und dem britischen Botschafter. Als die Luftangriffe der Alliierten auf Italien an Heftigkeit zunahmen, wurde der Papst ungeduldig, er fürchtete, das italienische Volk könne Zitat eine Beute des Bolschewismus werden. Zitat Ende. Er drängte Großbritannien und die USA, annehmbare Bedienungen zu stellen, denn in Italien Zitat, wächst die Gefahr des Kommunismus ständig an, statt abzunehmen. Die Verlängerung des Krieges Zitat Ende fort, Zitat, bringt die Gefahr mit sich, dass die junge Generation in die Arme des Kommunismus getrieben wird. Moskau wartet nur auf den Augenblick, daß Italien sich einem europäischen Staatenbund unter kommunistische Oberherrschaft anschließt. Zitat Ende. Während der Papst Präsident Roosevelt mit dem Schlagwort Zitat Bombenangriffe brüten Bolschewismus aus Zitat Ende zu schrecken versuchte begann Badoglio von der katholischen Hierarchie und dem Vatikan begeistert unterstützt von neuem alle sozialistischen Elemente zu verfolgen. Näheres über die Ereignisse dieser Zeit in Italien und über den Anteil des Vatikans daran findet der Leser in Torvalds The New Italy von äh, T. L. Gardini. Am 3. September 1943 kapitulierte Italien bedienungslos, Mussolini war von der politischen Bühne verschwunden, einige besonders auffallende Erscheinungen des faschistischen Regimes wurden geopfert. Die westlichen äh, Demokratien waren zufrieden, dass der Diktator nicht länger regierte, aber das Fundament und die Struktur des autoritären Regimes mit einem König und einem General an der Spitze blieb erhalten. Die Macht des Königs und des Marschalls und der britische und amerikanische Einfluss verhinderten, dass es in Italien zu einer sozialistischen Revolution kam. Der erste große Gegenzug des Vatikans und seine weltlichen Verbündeten hatte Erfolg gehabt. Bald nach diesen Ereignissen wurde Italien von Nazideutschland in ein Kampffeld verwandelt. Die alliierten Armeen mussten sich mühevoll ihren Weg nach Norden bahnen. Das hatte unerhörte Zerstörung und soziales, wirtschaftliches und politisches Chaos zufolge. Während die Armeen kämpften verloren der Vatikan und die westlichen Mächte keine Zeit, in den befreiten Gebieten der Halbinsel auch den zweiten Teil ihres Planes zu verwirklichen. Es galt, die revolutionären Kräfte zu hindern, die Macht zu ergreifen. Die Alliierten setzten diese Politik mit Hilfe eines militärischen Verwaltungsapparates durch, den sie in den befreiten Gebieten aufbauten. Diese Militäradministration verbot politische Versammlung, verweigerte die Gewährung politischer Freiheiten, ließ die Gründung antifaschistischer Parteien nicht zu und verhinderte gleichzeitig die Vertreibung der Faschisten aus den öffentlichen Ämtern. Die wichtigsten Säulen des faschistischen Verwaltungsapparates, die Präfekten blieben im Amt, die hohen Beamten und Offiziere standen unter den besonderen Schutz der Alliierten Kommission. Diese Kommission vereitelte nicht nur alle Bemühungen, das Land von seinen Unterdrückern zu befreien, sondern nahm sogar Faschisten, die sich bis zur letzten Minute aktiv faschistisch betätigt hatten, in die amerikanisch britischen Etappenbehörden auf. Die Vatikanische Politik unterstützte unmittelbar oder mittelbar alle Kräfte, die an der Erhaltung der Monarchie interessiert waren. Das stellte sich im Mai 1944 heraus, als in Anführungszeichen Spezialbeauftragte der amerikanischen Armee in der Nähe der süditalienischen Front Geheimkuriere aufgegriffen und bei ihnen einen Briefsack des Vatikans fanden. Die darin enthaltenen Schriftstücke bewiesen dokumentarisch, dass der Vatikan durch Machenschaften hinter den Kulissen versuchte, das Haus Savoyen zu retten. Die Erhaltung der Monarchie wurde nun das wichtigste politische Ziel des Vatikans in Italien. Er fand in dem konservativen britischen Premier Winston Churchill einen warmherzigen Befürworter seiner Pläne, Churchill fuhr selbst nach Rom und wurde im August 1944 mehrmals von Pius XII. in Privataudienz empfangen. Im September 1945 führte er, obwohl zu dieser Zeit nicht mehr Premier, ausgedehnte Unterredungen mit dem päpstlichen Nuntius bei der italienischen Regierung. Das Ende des faschistischen Regimes in Italien und der bevorstehende Zusammenbruch des Faschismus in Deutschland ließen den Fehlschlag von fünfundzwanzig Jahren Vatikanpolitik vor alle Welt sichtbar werden. Die veränderten Umstände verlangten eine neue Politik, neue Methoden und neue Taktiken. Es kam jetzt darauf an, zu retten, was zu retten war. Die Mächte, die den faschistischen Totalitarismus besiegt hatten, behaupteten auf dem Boden demokratische Grundsätze zu stehen und verkündeten darüber hinaus, dass sie den Wunsch hätten, diese Grundsätze auch in dem übrigen befreiten Europa verwirklicht zu sehen. Der Gegner, den der Vatikan seit dem Jahre 1917 bekämpft hatte, gehörte nicht nur zu den Überlebenden des Krieges, sondern war stärker und einflussreicher geworden denn je. Die Sowjetunion war nicht mehr ein geschwächtes Land wie in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, sondern ging aus dem Zweiten Weltkrieg als eine der drei großen Siegermächte hervor. Ihr Prestige war gewachsen, sie war eine Weltmacht geworden, deren politischer Einfluss sich über ganz Ost und Südeuropa bis an die Grenzen Italiens erstreckte, und auch dort nahm der Kommunismus an Kraft Sprunghaft zu. Um diesen gewaltigen Veränderungen entgegenzuwirken, verfolgte der Vatikan in seiner Politik zwei voneinander abhängige Linien, die in der Folge die neue Strategie des Vatikans in der Nachkriegsperiode bildeten. Seine internationale Politik auf weite Sicht hatte das Ziel, die Sowjetunion mit allen verfügbaren Mitteln zu bekämpfen. Zu diesem Zweck musste sich der Vatikan ebenso wie früher Verbündete suchen. Diesmal fand er sie in den Westmächten, die nicht weniger als er interessiert waren, den Einfluss der Sowjetunion einzudämmen oder so weit wie möglich zurückzudrängen. Fußnote bei dem 1946 zwischen den früheren Alliierten, den USA und Großbritannien, auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite, entbrannten Streit um Triest. Zum Beispiel ging es gar nicht um die äh, Grenzenziehung. Die westlichen Alliierten wollten ein weiteres äh, Vordringen des, in Anführungsstrichen, sowjetischen Einflusses nach Westeuropa verhindern. Triest war für sie in diesem Sinne ebenso wie die Dardanellen im Süden eine Schlüsselstellung für das Mittelmeer und für ganz Westeuropa. Fußnotenende. Das Nahziel der vatikanischen Innenpolitik in Italien war, alle antikommunistischen Kräfte in einem festen Block zu vereinen, Hierzu sollte eine von Katholiken geführte und vom Vatikan gelenkte militante politische Partei geschaffen werden, die den Sozialismus nicht nur politisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich zu bekämpfen hatte. Der Vatikan gestattete daher den Gläubigen, sich in eine politischen katholischen Bewegung zu organisieren. Sie war die erste neue politische Partei nach Kriegseuropas, eine Schöpfung des Vatikans sie gab sich den Namen christlich demokratische Partei. Ihre der Kirche ergebenen Führer begannen rasch die Politik des neuen Italiens zu bestimmen, sie richteten dabei ihre Anstrengung nicht nur gegen die wiedererstandenen Arbeiterparteien, sondern auch gegen eine katholische Gruppe, die eine beunruhigende revolutionäre Aktivität an den Tag legte. Diese linksorientierten Katholiken gingen so weit, sich in eine politische Bewegung zu organisieren und nannten sich katholische Kommunisten, 1944. Später gaben sie ihrer Partei den Namen Christliche Linkspartei. Der Vatikan ließ die Partei durch den osservatore Romano verurteilen. Kardinal Salotti, Präfekt der Rittenkongregation und einige Bischöfe warnten die Gläubigen offiziell vor ihr. Kardinal Salotti sagte dabei unter anderem Zitat, ein Katholik kann nicht Kommunist sein. Jene guten und lebenswerten Söhne, die sich im Bestreben ihren christlichen Glauben, katholischen Glauben, zu erhalten, in eine Reihe mit den Kommunisten begeben haben müssen, über diese Wahrheit nachdenken, erkennen, in welche Lage sie geraten sind und zur Straße des Heils zurückkehren. Zitat Ende. Dieser revolutionäre Geist, der viele katholische Gläubige in der Zeit zwischen der Kapitulation im Sommer 1943 und dem Ende des Krieges im Mai 1945 in allen Teilen Italiens erfasste, veranlasste den Vatikan, die rechtsgerichteten katholischen Parteien, die er zwischen den beiden Kriegen abgelehnt und unterdrückt hatte, zu neuem Leben zu erwecken und mit allen Mitteln zu unterstützen. So konnte man in den Jahren nach der Kapitulation Italiens beobachten, dass der Vatikan in dem erschöpften Land eine auffallende politische Aktivität an den Tag legte und sich offen in das politische Leben des Landes einmischte, indem er große katholische Parteien organisierte und jede politische Bewegung verurteilte, die seiner Meinung nach nicht den Grundsätzen der katholischen Kirche entsprach. Er verdammte den Sozialismus und attackierte den Kommunismus mit einer Eifer, der nichts von seiner früheren Feuer eingebüßt hatte, sondern im Gegenteil immer schärfere Formen annahm, je größer seit dem Verschwinden Mussolinis, die in Anführungsstrichen rote Gefahr wurde. Der Papst, seine Kardinäle, Bischöfe und Pfarrer, seine Kanzelprediger, seine Presse und sein Rundfunk. Sie alle beschäftigten sich keineswegs nur mit religiösen angelegenheiten sondern zumindest ebenso intensiv mit politischen und sozialen fragen sie bemühten sich die verwirrten massen des italienischen volkes wieder auf den weg zu führen den die katholische kirche ihnen wies der vatikan stellte sich ohne ein hehl draus zu machen schützend vor die institution und die männer die für das aufkommen des faschismus verantwortlich waren er befahl den italienern dem könig die Treue zu wahren, denselben König, der Mussolini die Macht in die Hände gegeben hatte, auch nachdem sich Italiener in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit für die Republik entschieden hatten, versuchte der Vatikan entgegen dem Volkswillen durch allerlei Manipulationen die Monarchie und das Haus Savoyen zu retten. Fußnote. Der König wollte nach dem Krieg, als er erkannte, wie unpopulär er sich gemacht hatte, abdanken, aber der Vatikan hielt ihm davon ab. Schließlich trat er, als die politische Situation immer gespannter wurde, mit Einverständnis Englands und der USA zurück, nicht ohne zuvor die Zustimmung des Papstes eingeholt und sich mit ihm in langen Besprechungen über die Wege zur Erhaltung der Monarchie geeinigt zu haben. An diesen Zusammenkünften hatte auch Ministerpräsident De Gasperi, der Führer der katholischen christlich-demokratischen Partei, teilgenommen. Vor dem Volksentscheid im Mai 1946 sandte der Papst dem Kronprinzen Umberto seinen Segen und erteilte den Katholiken den Rat für die Erhaltung der Monarchie zu stimmen. Ich zufällig gab Umberto einige Wochen vor dem Entscheid den Mitgliedern des Heiligen Kollegiums der Kardinäle im Quirinal einen Empfang, den ersten Empfang dieser Art seit dem Jahr 1870, also seit das Haus Savoyen den Thron bestiegen und die päpstlichen Besitztümer übernommen hatte. Die überzeugten Katholiken stimmten geschlossen für Umberto, aber auch das konnte ihm den Thron nicht retten. Nach dem Plebiszit das Italien zur Republik erklärte, weigerte Umberto sich zunächst auf Anraten des Vatikans, den Thron zu entsagen und behauptete, das Wahlergebnis sei gefälscht worden. Erst als darüber ein Bürgerkrieg auszubrechen drohte, beugte er sich dem Volkswillen und verließ das Land. Fußnotenende. Der Vatikan versuchte nicht nur die Monarchie zu retten, sondern unterstützte seine alten Politik folgend mittelbar alle Bewegung, die sich durch ihren Namen von den bisherigen Faschisten unterschieden. Ein Beispiel dafür war Uomo Qualunque, die Jedemannspartei, die bei den Wahlen von 1946 mehr als eine Million Stimmen erhielt. Ihre Führer erkannten rasch, was die Hilfe des Vatikans für sie bedeutete, und traten daher noch während der Wahlkampagne der katholischen Kirche bei, obwohl sie sich vorher zum Atheismus bekannt hatten. Der Vatikan-Sender verbreitete am 10. Juni 1946 die Nachricht, dass Signor Giannini sich habe taufen lassen, zu seiner Erstkommunion gegangen sei, gefirmt worden sei und sich in der Kirche vom heiligen Herzen zu Rom habe trauen lassen. Der Papst habe ihm sein Glück und Segenswünsche übermittelt. Dies geschah in einer Zeit. In der Katholiken unter ihnen auch Priester vom Heiligen Offizium ermahnt oder sogar exkommuniziert wurden, weil sie soziale Lehren vertraten, die die Kirche nicht billigte. So wurde zum Beispiel Ferdinando Tartaglia, ein Priester aus Florenz, laut Meldung des Vatikansender vom 12. Juni 1946 aufgrund eines Dekrets des Heiligen Offiziums exkommuniziert. Hingegen ist nicht ein einziger Fall bekannt geworden, dass Gläubige oder Priester, die die faschistische Untergrundsbewegung unterstützten, von hohen Kirchenvertretern öffentlich gerückt worden wären. Als Beweis dafür kann unter anderem der von fanatischen Faschisten organisierte Raub der Leiche Mussolinis von einem Friedhof in Mailand dienen. Die Leiche wurde einige Monate später gefunden. Mönche hatten sie in der Nacht vom 12. zum 13. August in einem Kloster in Pavia versteckt, nachdem andere Mönche sie im Kloster Sankt Angelo verborgen gehalten hatten. Einige der faschistischen Fanatiker und einige Mönche wurden wegen Leichenraubs und Mitwisserschaft verhaftet. Aber diese Beispiele, so bezeichnend sie auch sind, verblassen angesichts anderer Unternehmungen, die der Vatikan inspirierte und mehr als alle anderen die Politik des Vatikans charakterisieren. Diese Unternehmungen hingen mit der Gründung zweier neuer politischer Parteien zusammen, die, obwohl von Katholiken gebildet, gegensätzliche politische Pole vertraten. Über die erste der beiden Parteien haben wir bereits gesprochen. Es war eine katholische Partei mit einer klaren Linkstendenz. Sie forderte, obwohl sie auf dem Boden der Kirche stand, radikale soziale und wirtschaftliche Reformen, ähnlich denen, für die die Sozialisten eintraten. Sie nannte sich anfangs katholische kommunistische Partei und später italienische christliche Linkspartei. Wenige Wochen nach ihrer Gründung. Rückte der Kardinalstaatssekretär von der Partei ab. Er wies die katholischen Mitglieder an, die Partei aufzulösen. Im Januar 1946 erklärte er über den Vatikansender Eine weitere Partei ist verschwunden. Sie hatte sich den monströsen Namen einer christlichen Linken zugelegt und sich vorgenommen, die neue Welt auf dem Weg des Klassenkampfes Gott näher zu bringen. Das hätte nichts anderes bedeutet als die christlichen Arbeiter auf die Seite des Sozialismus und der Häresie zu führen. Natürlich hat sie ihr Ziel nicht erreicht, sondern sich durch ihre Politik selbst gerichtet. Wir haben die Tragödie einer kleinen, aber dynamischen Partei erlebt, die von begeisterten, aber irregeleiteten jungen Menschen gebildet worden war. Sie hatten sich Apostel Christi genannt, aber geredet und gehandelt wie die Anhänger von Marx. Zitat Ende. Wenige Monate später, August, September 1946, tauchte eine zweite katholische Partei auf. Sie nannte sich Nationale Christi Partei verkündete offen, dass sie sich zur Mitte gehörig fühle, genauer gesagt zur rechten Mitte, und fand daher rasch die Unterstützung des Vatikans. Sie beabsichtigte nicht der Tendenz der christlichen Demokraten nach links zu folgen, Zitat, weil die Volksabstimmung die Notwendigkeit gezeigt Zitat Ende, habe sich von den christlichen Demokraten zu trennen, die sich, zitat, durch ihre taktische und ideologische Zusammenarbeit mit den marxistischen Parteien kompromittiert, zitat Ende hatten. Dr. Paduan, zitiert vom Sender Rom am 24. August 1946. Trotz aller gegenteiligen Bemühungen des Vatikans verstärkten die Sozialisten und Kommunisten in den ersten Jahren nach dem Krieg ihre Reihen. Das alarmierte den Vatikan. In Italien drängten ebenso wie in anderen europäischen Ländern die endlich Freigesetzten und in den sozialistischen und kommunistischen Parteien organisierten Kräfte des Volkes an die politische Macht. Sicherlich war es kein Zufall, dass nach dem Ersten Weltkrieg Italien das Geburtsland des Faschismus wurde und dass nach dem Zweiten Weltkrieg die erste katholische Partei, die aussehen war, den Kampf gegen die Feinde der katholischen Kirche in der sozialen und politischen Arena zu führen, ebenfalls in Italien entstand. Als die veränderten Bedingungen eine Änderung der Taktik notwendig machten, schlug der Vatikan einen neuen Weg ein, einem Weg jedoch, das äh, wurde bald offenkundig, der unter einem neuen Namen das alte Ziel verfolgte, nämlich die Vormachtstellung der Kirche im Leben des italienischen Volkes auszubauen.